Liebe Kapellenbrüder, liebe Kapellenschwestern, liebe Pfarrenbrüder und Schwestern, frohes Fest Corona. Zuerst möchte ich mich euch alle im neuen europäischen Kartellverband begrüßen. Warum ist der EKV jetzt so neu oder anders? Mit Jahrenwechsel bin ich mein Amt als Vizepräsident angetreten und habe mit meiner Amtskollege einen äußerst desolaten EKV übernommen. Auf der letzten KVV der EKV wurde die Sinnfrage gestellt: Wozu brauchen wir den EKV überhaupt noch? Leider hat unser Verband die gleichen Fehler gemacht wie die Europäische Union. Zu wenige Kommunikation, zu wenige Handlungen. Mein neues Präsidiumsteam versucht, alle Menschenmögliche, um dies zu verbessern und aufzubessern. Kurz gesagt, das neue Präsidium möchte wieder Schwung in den KV und ihn zum Funktionieren bringen. Frei nach unserem Wahlkampfmotto: Wir sind EKV, wir sind Europa. Es ist wahr, wenn wir uns die derartige Europa anschauen, dürfen wir skeptisch sein. Verdrängung oder Verneinung der spirituellen bzw. christlichen oder katholischen Wurzeln von Europa. Es scheint so, als ob Europa nicht mehr mit den Erwartungen der Staatsbürger verbunden ist. Es fehlt die normale demokratische Funktionsweise. Es herrscht ein Unfähigkeitsgefühl gegenüber den verschiedenen Krisen. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Terrorismus und gemeinsame Sicherheit. Und trotzdem müssen wir die katholischen Couleurstudenten der Überzeugung sein, dass wir etwas beizutragen haben und dass es genau, weil Europa seine Orientierung verliert, wichtig ist, dass wir immer wieder daran erinnern, dass man nicht aufbaut, indem man seine Ursprünge verleugnet und seine Ambitionen herunterschraubt oder gar aufgibt. Und es ist genau diese Ambitionen, die der EKV als Vertreter der christlichen und katholischen Studentenverbindungen repräsentiert. Darum wollen wir handeln, egal klein oder groß. Zum Beispiel möchte ich euch auf diesem Weg herzlich zum EKV-Reise nach Straßburg zu den europäischen Institutionen einladen, der findet von 3. bis zum 6. Juli statt und kostet bloß 55 Euro pro Artikel. Außerdem wird es für Master- und Bachelorarbeiten mit Europabezug eine 1200 Euro dotierende EKV-Preis geben. Die Ausschreibung findet im Juli statt. Natürlich wäre mit der EKV noch vieles möglich. Als internationales NGO in Straßburg wäre eine Vernetzung über unsere kulturstudentischen Grenzen hinweg ein leichtes. Leider fehlt es dafür an den finanziellen Mitteln, die Verbände dafür aufnehmen wollen. Der ausschließliche Beweis für mehr Kommunikation in dieser Feier ist diese Feier und diese Worte, die ich verlieren dürfte. Insofern wünsche ich noch einen gewaschenen Abend. Ich möchte meine Worte mit einem Gebet des heiligen Franz von Assisi anschließen, das ein Leitbild für die katholischen Couleurstudenten sein könnte und das die Werte, die wir verbreiten wollen, gut zusammenfasst. Weil Europa aktive Christen braucht. Herr, mach mich zu einem Werfer der Zeit. Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist,
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht. Dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt. Dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finstern hier regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kümmer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn etwas, dem der was dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, der wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zu ewigem Leben. Amen. Vivat Christa Florian, CV, im IKV, Bad Mutushaus. Friede Schläger frei, auf das Herz. So close to you right now, it's a false field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal.